Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Movie Day bzw. einer Kritik meinerseits. Heute geht's mal um Ant-Man and the Wasp. Ja, ich versuche das Ganze jetzt mit Spoilern natürlich zu machen, weil wir haben wahrscheinlich alle diesen Film schon gesehen. Und wenn nicht, der sollte jetzt besser abschalten, denn ich finde, die Zeit hat sich überbrückt. Wir haben lang genug gewartet. Ihr habt euch das gewünscht. Ich wollte eigentlich gar nichts dazu machen. Aber naja, ich habe ihn mir jetzt nochmal angesehen, weil ich das Gefühl hatte, und da kommen wir direkt zum ersten Kritikpunkt meinerseits, es ist überhaupt nichts von diesem Film hängen geblieben. Gut, das, was man sagen könnte, wäre, dass vielleicht er witzig war, er Action hatte. Aber das war's auch. Mehr war da nicht. Und am Ende gibt es dann eine Referenz zu The Avengers. Aber naja. Ich muss sagen, mir gefiel zum Beispiel in diesem Film überhaupt nicht, dass hier sehr stark dass hier die Ansichtsweisen der einzelnen Characters sehr stark zwischendurch schwanken. Denn zu Anfang hieß es noch von Lauren Fishburne, du darfst keine Menschen töten, während es Ghosts eigentlich total egal war. Und am Ende ist es genau andersrum. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ja, sehr positiv sind mir hier aufgefallen die Mitarbeiter vom Scott, also Ant-Man, die haben wirklich Spaß gemacht zuzusehen. Sie waren sogar teilweise besser wie Scott selber. Und ich mag zwar Scott in dieser leichten, humanen Art, sage ich mal. Er ist menschlich, er ist halt kein Superheld und kein super krasser Typ. Da gefiel er mir. Ich sag mal so, er wird sehr stark zurückgestellt. Er ist ein Nobody, er spielt diesen Nobody, er spielt einen, ja, fast schon einen Idioten. Es wird Scott wie auch dem Zuschauer in diesem Film überhaupt nichts erklärt, was jetzt wie funktioniert. Man versucht es nicht. Wenn ich Wissenschaftskram höre, wenn es darum geht, was für Partikel wie zusammengesetzt und irgendeine Polarität umgekehrt wird. Gut, muss man mir nicht erklären. Ich habe keinen Bock auf ewig lange Gespräche in Filmen, die sich darum drehen, dass 90% der Zuschauer eh nicht verstehen, was da gerade abgeht. Also warum das machen? Trotzdem greift für mich nicht, warum man dann Scott braucht, der immer wieder, was habt ihr gesagt? Hä? Warum? Ich meine, er war im ersten Teil schon derjenige, der nichts verstanden hat und der sich mittlerweile diese Leute kennen dürfte und dann lass die mal reden. Die wissen, was sie tun, wovon sie reden. Ich weiß, ich verstehe es nicht. Gut, Punkt. Auch beim Kämpfen, Wasp überragt da und macht ein Action-Ding nach dem anderen, während Scott mit seinem Anzug zu kämpfen hat. Warum? Kann man nicht einfach normal mit diesem Anzug und dann. Nein, er muss 10.000 Mal ausfallen und. Es gibt sogar eine Szene, da versteckt sich Scott als Giant in Anzug. Kurz vorher war er kaputt. Steht der hinterm Haus als Giant Man und dann kommen die Polizisten da an und wir haben dich. Stell dich, es ist vorbei. Und im Endeffekt, plopp, klein. Der war gerade eben noch kaputt, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Schade. Wie dieser Film verschenkt viel zu viel Potenzial. Beim ersten Mal schauen ist er wirklich gut, macht er absolut Spaß. Danach aber, sorry Leute, aber
da bleibt nicht mehr viel Positives. Deswegen meinerseits auch eher einer der schlechteren Marvel-Filme. Auch wenn hier der Spaßfaktor wesentlich größer ist als beim ersten. Und das tut schon ein bisschen weh, weil der erste Film in Sachen Storytelling in meinen Augen im Nachhinein wesentlich mehr richtig gemacht hat. Er hat einen Nobody gezeigt, der Nobody ist und nicht gleich der absolute Volltrottel. Ja, daher das zu Ant-Man and Wasp. Ich hoffe trotzdem, dass euch meine Review gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Open Beta. Ciao.